Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Wurago. Und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier wieder bei The Junkbox of Games of Drop und zurück zu unseren Zwergen. Wo wir ja in der letzten Folge ja ein kleines technisches Grundproblem hatten, und zwar tierischen Überfall von, wo sind sie denn? Genau, aus hier unten, aus dem Keller heraus. Die haben uns einen tierischen Arsch aufgerissen beim Versuch, den Kristall oben einzunehmen. Das bedeutet erstmal für uns, wir müssen hier erstmal wieder unsere Soldaten auf Vordermann bringen. Das ist so weit der Plan. Die Trainingspuppen laufen schon, das ist super. Wir werden auch ein bisschen die Forschung noch vorantreiben und in dem Umfeld hier gleich mal sagen, auch den Abbau von Rohstoffen vorantreiben. Damit wir dann das Desaster, was wir hier hatten, wieder zu beheben. So, graben wir erstmal rechts und links, so weit wie interessant ist, raus. So, da von den Freunden lassen wir erstmal die Finger. Und dann haben wir hier unten natürlich auch noch ein bisschen aufzuräumen. So, nehmen wir das mal raus und bei der Gelegenheit auch das hier. Dann können wir auch das da und das da rausnehmen. So. Und bei Gelegenheit auch das hier verkaufen. So. So, lassen wir das erstmal graben. Oh, die Laterne ist auch mal fertig geworden. Hat ja auch gedauert. So. Mal gucken, alles das rausnehmen, was wir können. So. Sieht schon fast aus wie ein geordneter Plan. Die Freunde sind am Trainieren. Forschungsabteilung sollen wir wahrscheinlich auch mal gucken, ob wir die vergrößern können. Die Frage ist nur, wohin? So, auch was ich mal gucken würde, ob wir die Betten hier mal wieder auf das nächste Level kriegen. Ja, da können wir noch mal 1 und 2, 3 und noch ein viertes. So, dann können wir die 4 Betten fertig machen und die dann verkaufen. So, du, ne. Machen wir das halt mal so hier. So, erstmal das weg. Da haben wir jetzt mal die Betten wieder auf Vordermann. Die Forschung ist am Arbeiten. Da gibt es gleich den nächsten Forschungspunkt, wenn ich das richtig erblicke. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut, was da passiert. Da sollten wir wahrscheinlich immer noch ein paar Leiter mehr verkaufen. Nicht, dass die Freunde sich auf einmal hier noch hochporten. Das wäre natürlich ein ganz großes Desaster. So. Apropos Desaster, mal gucken, wie es hier eigentlich aussieht. Die Forschung ist gleich soweit fertig. Ja, schon mal nicht schlecht. So, hier können wir gleich mal noch weitere die Betten verkaufen hier. Weg mit den schlechten Betten. Ja, haben wir sogar falsche Fußboden, sehe ich gerade hier. Fußboden korrigiert. Und jetzt die Betten. Oh, da ist auch der besagte Forschungspunkt ja schon angekommen. So, und das Bett einfach mal so, dahin und, drehen wir nochmal um. So. Dann haben wir hier unsere Schlafecke. Vielleicht können wir auf der Ecke hier oben auch ein bisschen nochmal eine Forschungsecke machen. So, aber erstmal gucken wir mal den einen Forschungspunkt anstellen, und zwar, nichts mehr. Also brauchen wir zwei Forschungspunkte. Das heißt eigentlich, wir sollten schon fast nochmal gucken, ob wir hier noch einen Forschungstisch bauen können. Weil ein Forschung haben wir ja noch am, haben wir ja noch in der Rückhand sozusagen. Der ist ja schon da. Der kann auch ruhig ein bisschen was arbeiten. Nehmen wir hier mal den Forschungstisch und, wir haben einen besseren Forschungstisch. So. Gleich mal gebaut, aber ich sehe, glaube, der ist, glaube, steht verkehrt rum. Genau. Einmal da drücken, so. Haben wir da den besseren Forschungstisch, wenn der fertig gebaut ist, werden wir mal gucken, dass wir auch die anderen Ecken damit ausrüsten. So. Hier sind die Puppen auch schon wieder ein bisschen demoliert hier. Dafür haben wir nicht genug Material, und für die andere hier nehmen wir mal die Strohpuppen-Variante, die zerlegen sie zwar relativ fix, aber was Besseres haben wir nicht. Okay, das hat sich dann auch erledigt mit der Strohpuppe. So. Hier unten wird auch gegraben. Nehmen wir nochmal das und das raus hier. Das und das bitte auch mal. Ich denke mal, bei der Gelegenheit sollten wir auch gleich mal hier die Radikaltour machen, weil das Eisen, da können wir ganz gut gebrauchen, würde ich schon mal meinen. Das komische, genau, das Zeugs eigentlich nicht. So. Haben wir da ein bisschen die Aufgaben verteilt? Das können die wieder weiter loslegen. So hungry.
Oh, irgendeiner ist in der Bredouille. Die Frage, wo ist der? Ach, da bist du. Oh, nee. Huhu. Was macht denn der da drinne? Wo ist der Essenstisch? Der ist da, da werden wir ihn gleich direkt zu dem Essenstisch porten. So, hallo, da ist der Tisch, kannst loslegen. Gönn dir mal einen Happen, hast ja verdient. Was wir auch nochmal machen können, weil ich das gerade sehe, ein bisschen Deko. Und zwar, wir haben ja gelernt, Stühle kommen auch mal super. Die Zwerge mögen auch einfach mal ein paar Stühlchen. So zum Sitzen. Die Frage ist nur, wo stellen wir die hin, so dass sie nicht im Weg sind. Ja, hier. Hier so ein bisschen was hin. Oh. Und da mal so hin. So, haben wir ein paar Stühle gesetzt. So, dann geht das da auch weiter. Und der Forscher ist am Forschen. Das ist super. Was kostet denn so ein super Forschungstisch eigentlich? Das müsste ich ja mal ganz kurz gucken. 400 Gold. 400 Gold ist natürlich nicht gerade wenig. Naja, die bauen da fleißig weiter ab. Da ist das auch geregelt. So, unsere Leute, wie sieht's aus trainingstechnisch? Naja. So wirklich noch nicht super. Ah ja. Ich würde sagen, beschleunigen wir mal die ganze Sache hier ein bisschen. Weil brauchen wir nicht ewig so warten und gucken, bis was passiert. Dann können wir das nämlich auch so angehen hier. So, der hackt da. Und da haben wir gerade wieder was gefunden. Und zwar was zum Üben. Und zwar erstmal üben wir, wie verkaufe ich Dinge. Mal ein paar Gnome drin hier. So, die Gnome, die werden wir gleich mal dafür sorgen, dass sie Besuch kriegen, und zwar in Form von Militär. So, die Leiter ist da. Die Gnome kommen rauf. Naja, oder doch nicht. Nicht so wirklich. Aber da kommt schon unser, wie heißt der, Maikuben und so. Die klären die Sache dann schon mal. So, wenn wir hier auch hier sind, können wir die Sache vielleicht auch mal gleich begradigen. So, zack, zack, zack. Das dann wahrscheinlich auch. Oder wird das unsere neue Mine? Werden wir gleich dann so tiefer graben, wie sie ist. Aber erstmal sollen die das freilegen, dann machen wir die obere Ebene fertig. Da haben wir nämlich auch das Eisen draußen. Und das ist ja schon wieder super. Oh, die Laune ist auch super. Was will man denn mehr, außer die schlecht gelaunten Nachbarn da drüben? So, ach, hier haben wir noch die Geschichte hier. So, da haben wir das ja auch mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt hier sehe ich gerade. Na, wobei aufgeräumt würde ich jetzt das noch nicht nennen, aber auf alle Fälle sieht es schon mal annehmlicher aus. So, dann versuchen wir hier auch mal noch die Karten rauszunehmen. So. Damit das nicht ganz so chaotisch aussieht. So rechts und links Zipfel sind kacke. Oh, machen wir das hier auch mal. Bringen wir das mal auf einheitliche Format. Und dann können wir dann hier auch vielleicht tiefer gehen. So, als Mine halt, dachte ich mir das jetzt immer. So, und so. Aufgaben verteilt. Da haben wir halt mal genug zu tun. So. Oh, der Forschungstisch ist ja auch gigantisch schnell. Gold, obwohl Holz kommt rein. Holz ist jetzt nicht so schlimm. Weil Holz bedeutet ja in dem Sinne ja gleichzeitig, wir haben was zum Verkaufen. So, machen wir das apropos Verkaufen. So, das mal so auf die Ecke verteilen. Die Lampen nutzen wir einfach mal von den Gnomen zum Beleuchten von dem ganzen Quatsch hier. Und da ist der zweite Forschungspunkt eingeriselt. Hätten wir jetzt hier Schwertausbildung ermöglicht, zusätzliche Spezialisierung, euer Nahkämpfer. So, dann haben wir das auch fertig. Gucken wir mal, ob wir die Nahkämpfer schon was spezialisieren können. Hier sehe ich ja mal keinen. Sieht noch nicht danach aus. Die sind noch nicht so weit trainiert. Gab ja auch gewisse Ausfälle. Aufgrund von Feindkontakt. So, da werden wir dafür sorgen, dass hier aber... Dann Endeffekt hier mal auf das Niveau kommen, wo wir hinwollen. Genau. Na, es ist jetzt schwer, jetzt weiter diese Freunde zu bauen. Aber die sind halt nun mal effektiver. So, da haben wir da auch ein paar.
So, jetzt können wir da beschleunigen. Tün, 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 tün. Gucken wir mal nach hier unten, was hier unten. Was sieht denn da mein getrübtes Auge? Gold, aber das holen wir uns später. Wo sind denn endlich unsere Buddelzwerge? Ah, die räumen hier auf. Das ist auch toll, da machen sie hier mal klare Linie. Dann haben wir da auch eine schöne Mine, die wir dann tiefer treiben können. Und das werden wir dann auch tun, denke ich mal. So, Trainingspuppen sind da. Nur trainiert keiner. Doch, da unten ist einer am Trainieren. Estrid. Estrid ist da und Estrid 2. Sind bestimmt verwandt, die Freunde. Oh, 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 da sehe ich doch gerade einen. Genau. Berserker. Haben wir schon mal den ersten Berserker da? Level 10. Also ab Level 10 können wir die dann wieder befördern. Und wir brauchen Eisen. Wenn ich das richtig sehe, für die weitere Beförderung. Aha, da, da. Alles klärchen, Pupärchen. Da geht's los. So, hier unten rauen sie dann auch immer auf. Dann haben wir die Mine erstmal in einem Format, wo wir dann ordentlich tiefer gehen können. Das ist da auch mal super. Oh, hier haben wir gleich ein Eisen drin. Ja, wenn wir das gleich nochmal verbreiten, die ganze Sache hier. Das Eisen können wir uns gut gönnen. So. Was wir aber dann hier dringend auch brauchen, ist natürlich Licht. Und halt ganz schnell Pause. Weil wir haben ja einiges an Anschlag. Und da sollten wir auf alle Fälle mal ein bisschen was verkaufen. Das bringt Gold. Und Gold heißt nämlich, wir können uns dann auch einen weiteren Forschungstisch gönnen. So, aber erstmal sorgen wir hier mal für Licht. Halt, Licht wäre hier. So. Eins. 3 und 4. So, wobei wir den nochmal Stücke verrücken wollen. Und den wahrscheinlich dann auch, weil die wollen wir ja eigentlich ganz woanders haben. So. Warten wir, bis er fertig ist, oder das verrückt man den nämlich auch nochmal. So. Ja. Hier unten habt ihr zwar auch schon fleißig gegraben, aber das sind ja wahrscheinlich die Teile hier ein bisschen weg, wa? So. Da kommt da das Eisen rein. Gehen wir mal auf Normalgeschwindigkeit. Schauen wir mal, was das Militär macht, ob wir da jetzt welche zum Befördern haben. Hier sehe ich aktuell keine. Aber hier ist einer. Und zwar, den machen wir zum Schützen. Da haben wir wenigstens da wieder einen befördert. Und wir gehen nach oben, weil wenn ich das richtig sehe, haben wir nämlich genug Kohle für einen Forschungstisch. So, den werden wir nämlich jetzt auch uns gönnen. So, Forschung da, dort. Ja, stellen wir ihn schon mal gleich mal prophylaktisch dorthin. Dann kann ich den vielleicht einen verkaufen, die dann Stückchen für Stückchen upgraden. Und dann kommt auch noch irgendwann, genau, müssen wir mal sehen, ein paar Kisten kriegen. Genau, Kisten. Ja, warum sagt mir das keiner, dass wir Kisten brauchen? Weil wir müssen ja irgendwo ja auch noch sehen, dass wir den Heimfort noch weiter upgraden. Dafür brauchen wir noch Kisten. Ihr hättet ja ruhig mal was sagen können. So, einmal dahin und die packen wir dann Schmuck da rein. So, ein bisschen Kisten nach da. Können wir da noch eine Truhe reinsetzen? Vielleicht so eine schöne große hätte ich hier gerne mal hier drin. Ah, da fehlt uns das Eis. Dann machen wir so eine etwas weniger schöne. So, haben wir noch ein paar Kisten verteilt. Damit, dann stocken wir auch gleich damit unser Inventar auf. Und es passiert nicht mehr so oft, dass wir da in die Falle laufen, dass wir voll sind. So. Wir haben 5 Soldaten am Start. Der ist Level 10, 9. Das Problem ist, wenn wir jetzt die Leiter hier eröffnen, kommen die nämlich nicht nach oben. Und da müssen wir definitiv so fit sein, dass wir die gnadenlos umhauen können. Weil sonst haben wir echt ein Problem. So, wir haben auch, wenn ich das richtig sehe, genug Geld, um einen weiteren Forschungstisch zu kaufen. So, Forschung da, dort. So. Auch der ist schon mal gekauft und gebucht. Und hier sieht man ja, wie schnell das jetzt geht. Damit geht die Geschwindigkeit natürlich etwas schneller nach oben. So, und du gehst jetzt mal nach dem da. Husch. Geh da hin. So, die bauen die Schränke. Das ist auch super. Wir können ja mal gucken, ob schon. Ich hätte auch mal gucken können, ob es schon bessere Holzpflanzen gibt. Nein, gibt es nicht. Aber Essenspflanzen. Da haben wir nämlich bessere Essenspflanzen. Die sollten wir auf alle Fälle uns dann auch mal geben.
Aber nicht mehr heute, weil nicht unsere Zeit ist, wir schon wieder rum mit The Games of Draws und der Junkbox. Sind dabei jetzt wieder unser Militär aufzubauen, damit wir den Skeletten in den Arsch aufreißen können, weil da ist ja noch eine alte Rechnung offen. Und dann geht's da nämlich auch weiter, und zwar beim nächsten Mal. Ich würde sagen, morgen ist ein guter Tag dafür, da an der Sache weiter dran zu arbeiten. Woran wir jetzt auch noch arbeiten können, ist das hier. Das hier ist eine Endcard, wie man das kaum schlecht sehen kann. Diese Endcard bringt euch wieder was Schickes, und zwar eine Empfehlung, und zwar Let's Play Max Payne 2. Genau, wir haben Max Payne 2 gespielt im Rahmen der Max Payne-Reihe, hier der zweite Teil. Könnt ihr einsteigen, reinschauen. Ich würde mich freuen, dort eure Kommentare zu lesen, weil das war ein super Let's Play, hat tierisch viel Spaß gemacht, war nur ein bisschen überraschend kurz. Und es geht um eine Liebesgeschichte mit Mona Sachs. Genau, Mona Sachs. Wem freut das nicht? So, was mich auch freuen würde, mich ganz persönlich, ist dieser YouTube-Button. Wenn ihr den klickt, damit abonniert ihr den Kanal und seid weiterhin fleißig dabei, wenn das wieder heißt Gruppentherapie, und ihr verpasst nichts mehr. Also schon ein wichtiger Button. Er führt euch außerdem zurück zum Kanal. Sonst Social-Media-Kram, wenn ihr und mich richtig stalken wollt, da geht es richtig zur Sache. Da gibt es noch mehr Infos rund um den Kanal. So, was ich jetzt tun werde, ist ganz klar. Ich werde mich jetzt erstmal um eure Kommentare kümmern, eure Daumen nach oben, mich um jeden einzelnen freuen, denn ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.